Schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 6. August. Mein Name ist Carlos Martins und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Breakout-Trade nach der Swissbox-Methode vor. Das Erste, was wir machen, ist, wir holen unsere Linien aus der Box hier raus. Entweder platzieren wir es heute hier drüber oder dort drunter. Drunter wäre dann genau beim Daily Pivot. Die andere Alternative wäre, hier die Big Number klassisch zu traden. Das wäre dieses, aber der ist schon rausgelaufen. Also, wir bleiben bei der C-Box aktiv. Wenn er also da reinlaufen möchte, ein, zwei Punkte werden wir ihn hier aktivieren. Das ist die Idee für den heutigen Tag. So, wenn er jetzt noch reinrutscht, Big Number ist hier und wir brauchen einen Kurs darüber. So, 8:55 Uhr und wir haben hier von der C-Box, weil wir schon 42 Punkte an Range haben, was außergewöhnlicher ist, sehr volatil, müssen wir ein bisschen fungieren. Gucken wir mal, wie die Märkte gleich reinkommen in 5 Minuten. Gap Closing wäre hier 50 Punkte entfernt. 8:56 Uhr. Dann ziehen wir jetzt mal die Linie ein bisschen weiter nach unten. Das sieht aus, dass wir vielleicht eher Richtung Daily Pivot laufen. Noch 1 Minute 51. So, 49 Sekunden noch. Gucken, ob er eintaucht. Zwei Punkte brauchen wir dann. Oder 1,69 irgendwie, damit er reinkommt. Achtundzwanzig Sekunden noch bis zum Start. 79 gehandelt. Und es geht los. Jetzt sind wir ein bisschen schnell, dann agieren, wenn er reinkommt in die Box. So. 70 und aktiviert. Die Box ist aktiviert. 11.670 gehen wir long oder bei 11.655 gehen wir short. Box ist aktiviert und wir sind long. Erster Trade, Gewinnziel liegt bei 77, 7 Punkte, 71, 72 gehandelt. Die Gegenorder liegt bei 55, wenn es in Richtung Gap Closing laufen sollte, unterm Daily Pivot. Und wir sind draußen aus dem Trade, Punkt 9 Uhr. Wunderbar geklappt. Ich zeichne den Trade kurz ein. So, die türkise Linie ist die C-Box gewesen. Wir sind dann long gegangen wie eben und haben den Trade nach Hause gebracht. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Wünsche noch gutes Gelingen und dann bis morgen.